Heute nicht! Fion. Ich bin ein Profi. Profi? Die Profi nur mit B, so wie Brody. Sie stiehlt seine Klamotten. Folge 2 wieder Liebe. Among Us in Real Life. Let's go, ich bin gespannt. Dieses Intro ist voll episch. So. So. Neue Kino-Thriller-Vibe. So. Herzlich willkommen beim Among Us in Real Life-Turnier. Ja, ist schon krass zu wissen, dass wahrscheinlich mindestens einer von uns der Wahrscheinlichkeit nach ein Imposter ist. Ich hol das Getränk, weil nicht, dass du aufgelöst wirst auf dem Weg oder so. Das hier, das passiert. Bro. Was? Sie wurde aufgelöst. Oh, jetzt kommen wir zu der Besprechung jetzt. Wie sie besprechen, wenn sie rauskicken wollen. War laut. Wollen Sie jedes Video jetzt vorstellen, wer dabei ist? Stellen Sie auch die vor, die rausgelöscht wurde? Guck mal, bis zur Stelle. Lautstärke okay, sag ihr Bescheid. Ah, die ist noch da. Ja, die ist eigentlich ausgelöscht worden. Also, wer war's? Wer hat sie aufgelöst? Also ich würde sagen, dass jetzt jeder nacheinander... Also derjenige sagt, ich war... Wer ist der Imposter? Sagt bestimmt jeder, ja, ich war das. Einfach sagt, was er gesehen hat. Ja, also ich würde sagen, dass jetzt die ganze Zeit so aussieht, als würde sie... Leute! Mir ist eine Person von Anfang an total verdächtig vorgekommen. Schwarz. Schwarz, du bist mit braun hergekommen. Hast du sie vielleicht von Anfang an da schon im Visier gehabt? Ist diese Anschuldigung jetzt ernst gemeint? Ja. Demnach könnte er sie auch gewesen sein. Das ist nicht mal ein Beweis. Der da. Ja. Orange. Ja. Er ist auch mit uns mit ihr gekommen. Wer was? Ja, okay, Leute. Locker, er war's. Wer war's? Leute, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ist doch ein bisschen unnötig, jetzt ohne Beweise jetzt hier irgendjemanden zu verdächtigen. Lass uns die Sitzung hier einfach auf morgen vertagen, ja? Wir machen uns alle in Ruhe Gedanken und dann hauen wir mit den Vorschlägen raus. Nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Sie wurde doch jetzt gerade aufgelöst. Ich hab doch jetzt gerade das Emergency. Pink, es macht absolut keinen Sinn, jetzt einen unserer Mitglieder rauszuvoten, wenn wir gar nicht wissen, wer es ist, ohne Beweis. Ach, wir sind doch genug Leute. Ja, wir warten einfach, bis alle aufgelöst sind, oder? Nein, aber wir sind noch genug Leute und wir brauchen so viele Teammates wie möglich. Es kann sein, dass wir jemand Falsches rausvoten. Aber dann war das komplett umsonst. Pink, kann das sein, dass du unbedingt herausfinden möchtest, wer hier der Verräter ist, weil es vielleicht du bist? Vielleicht ist es ein Self-Report. Hä, warum soll... Okay, ja, ich fände die Idee in Ordnung, aber trotzdem ist es, ja, er könnte so von sich ablenken. Er ist selbst Imposter, aber, er hat sie nicht aufgelöst. Idee von mir. Ganz genau. Lala Lehrerin, hi. Ist schon voll komisch. Ich hab den scheiß Hoodie gerade gefunden. Was glaubt ihr denn, was ich mache? Und das hast du, glaube ich, ganz zufällig irgendwo auf dem Flur oder... Ja! Oder auf dem Hof. War schließlich der Letzte, der sie gesehen hat. Wollt ihr mich verarschen? Ganz genau. Nein! Ihr könnt mich mal. Leute, ihr könnt mich mal, wirklich. Was kann man mit ihm? Kerze an der Wand. Aber sowas frage ich mich auch mal hier, wenn so Kerzenständer an der Wand festgemacht sind, ob es dann nicht ein bisschen blöd ist, wenn dann halt die Kerze brennt und da Ruß dann an die Wand geht? Ist nicht ein bisschen blöd so? Ich meine, das ist nur Deko, wahrscheinlich werden die nicht angemacht, aber früher wurden ja wirklich so Wände wahrscheinlich so Räume beleuchtet. So ist ja dann richtig bescheuert. Direkt geht's ab zur Sache. Ich wollte dich eh besser kennenlernen, dann passt das ja. Aber erzähl mal was über dich, was sind so deine Talente, was magst du so? Oh, was meinst du? Das ist eine gute Frage. Ich bin... Hä? Also ihre Aufgabe, ihn zu küssen oder was, Leute zu küssen? Oder wie? Weil sie direkt sich an ihn ranschmeißt. Alles klar. Ich bin Weltmeister im Schachspielen, ich hab mal Tauben gezüchtet, Lockentauben, die haben so Locken auf dem Flügelschild, ist richtig funny. Sonst stricke ich... Magst du Erdbeeren? Ja, mein Lipgloss schmeckt nach Erdbeeren. Oh, ihre Aufgabe ist, Leute zu küssen. Jede Wette. Ich habe heute auch wirklich, Fun Fact, ich habe heute wirklich ein Kilo Erdbeeren gegessen. Ich habe seit Jahren, oder seit Jahren ist übertrieben, ich habe seit Ewigkeiten keine Erdbeeren gegessen. Und heute habe ich mir gedacht, heute haue ich mir Erdbeeren raus. Und habe mir so zwei Packungen geholt, so 2x500 Gramm, habe die alle aufgegessen. Also wenn ich nachher kurz auf dem Boden liege, weil ich, keine Ahnung, einen Zuckerschock bekomme oder keine Ahnung, einen Fruchtzuckerschock, dann wisst ihr Bescheid. Jeder mag Erdbeeren. Ist das so? Mhm.
Heute nicht. Heute nicht, Laris. Heute nicht. Heute nicht. Was ist das für eine Reaktion? Heute nicht. Das war eine ganz komische Sache gerade. Heute nicht. Das war komisch betont gerade so. Was war das denn? Heute nicht. Heute nicht. Tut mir leid. Ich kann dich, glaube ich, schon relativ gut einschätzen. Und ich denke, deine Aufgabe ist es, jemanden zu küssen. Oh. Oder? Nein. Nein? Nein. Doch. Nein. Ich glaube schon. Das war gut. Dunkelgrün, ich gönne dir wirklich alles Glück der Welt. Ja, also, keine Ahnung. Aber ich gönne dir nicht die Millionen. Es tut mir leid. Es ist nicht meine Aufgabe. Ja, ja, sagen sie immer. Violette, es ist nicht meine Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe. Ja. Ist ihre doch ihre Aufgabe, oder? Ist doch ihre Aufgabe. Kann sich keinem mehr vertrauen, oder? Dunkelgrün? Nein, ich bin schwarz. Oh, oh. Was willst du denn hier? Ich wollte dich auf was einladen. Oh, oh. Kann ich reinkommen? Ja, ich will nicht aufmachen. Warte. Direkt zack, aufgelöst. Staub. Was gibt's denn? Möchtest du mich nach unten in den Keller einladen? Was? Nein, gar nicht. Ich wollte dir nur zeigen, dass ich ein guter Mensch bin. Ich bin nicht so, wie die anderen mich einschätzen. Ah, was sie ihn verdächtigt hat. Ah, okay, verstehe. Lass mich dir beweisen. Ja, okay. Dann schlag was vor. Spazieren? Ja, okay. Morgen. 12 Uhr. Gute Nacht. Und dann löse ich dich dann auf. Okay. Oh, er hat sie ein paar Stunden gekannt und jetzt gleich sie direkt voll verliebt. Erstmal einen Staub riechen. An einem Resten Ruß von ihr. Ja! Wie geht's dir? Ja, super, warum? Und wie geht's dir wirklich? Nicht so gut. Hey, es tut mir echt leid, dass Braun so früh aufgelöst wurde. Das ist doch super unfair. Sie hatte doch mega viele Träume und Hoffnung und irgendwelche Erwartungen an dieses Spiel hier und jetzt war sie noch einen Tag hier. Das ist doch irgendwie unfair. Das ist echt. Das ist echt deeper Shit. Wo ich dich da gerade allein liegen sehe, soll ich dir vielleicht joinen? So, ich könnte zu dir kommen, heute Nacht bei dir pennen oder so. Dann bist du nicht allein. Okay. Das würde dir nichts ausmachen? Nö, ich würde mich einfach dazulegen und wir lenken uns ein bisschen ab, haben Spaß. Hä? Hey, ich glaube, das ist eine echt ziemlich coole Scheißidee. Ich habe eine bessere Idee. oh, ist sowas. Du, ich. Folgendermaßen. Oh, spielt Jonas hier einen, der schwul ist oder so? Kann ja sein. Ja. Klingt lang so ein bisschen so. Ich schlaf super gerne alleine, ehrlich gesagt. Ich hab da so ein Schlafproblem-Dings. Das ist irgendwie echt weird, das hat sich irgendwann mal entwickelt. Und du, ich hab deine Videos geguckt, ne? Aufmerksam. Ja. Kann es sein, dass du ein bisschen auf Blondinen stehst? Na, da hast du eine kleine Schwäche, kann ja, sein, oder? Auf Berlin? Wer ist Berlin? Oder was hast du gesagt? Und vor allem bei ihm wird sich ein bisschen abfucken, wenn die ganze Zeit diese Locke da vom Sichtfeld rumwedelt, ey. Ich will da gar nichts erkennen. Berlin, wer ist Berlin? Ach, Blondinen. Blondinen. Ja, Blondinen war es wahrscheinlich. Ja, auf Blondinen. Ja, gut, das hat er öfter gesagt, dass er auf Blondinen steht, ja. Aber fühle ich. Sehr groß. Okay. Ah, ja. Also sie hat einen Freund, Sorge für eine Schlägerei. Soll ich das denn? Oh, das ist eine schwere Aufgabe. Gut, aber ist da nicht die Aufgabe von der einen richtig wack, wenn sie nur jemanden küssen muss und jemand anderes muss in diesem Ding das Six haben und dann muss Six verhindern? Dann ist der Küssen viel zu einfach oder muss sie jeden küssen? Das ist ja wieder eine krassere Aufgabe so. Cool. Hi. Oh, hi. Sorry. Hey. Entschuldigung. Hey. Wow, ist ja echt ein riesiges Zimmer. Ja. Krass. Stehst du hier ganz alleine, oder? Ja, warum? Also, das ist mein Kumpel Blau. Dunkelblau. Und ich suche ein Bett. Also sozusagen, er sucht noch nach einem Schlafzimmer. Und ich dachte mir vielleicht, ein Riesenzimmer, ob es vielleicht okay ist, wenn er hier pennt. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe einen Bodybuilder-Freund und deswegen ja, geht das genau. Überhaupt nicht klar. Ja, stimmt, das sagt sie immer. Immer wenn sie mal sie fragt, sie hat einen Bodybuilder-Freund. Wirklich, ich habe die Hey Arons Videos gesehen, wo sie auch vorkam. Ich habe einen Bodybuilder-Freund, so. Nein, geht nicht. Du bist verkloppt. Cool. Was Kumpel von dir, oder?
Mein fester Freund, ja. Fester Freund. Fester. Genau, fest. Seid ihr noch offen mit dem, oder? Nein, fest. Richtig fest? Fest, ja. Ja, ich würde tatsächlich auch noch so ein Viertel vom Bett in Anspruch nehmen. Nein. Wäre echt cool, weil er will allein schlafen, deswegen, Ja, das ist genau das. Ich muss allein. Ich glaube, er hat einfach nur gar keinen Bock auf dich und deswegen will er dich hier irgendwo runterkriegen. Also, ich glaube auch, dass er dich wirklich sehr hassen muss, weißt du, weil sonst würde er dich nicht hier irgendwo anders hinstecken wollen. Er muss dich wirklich stark hassen. Oh, sie will eine Schlägerei draus machen. Oh, sie will dann direkt die Chance daraus, ein bisschen Bresche zu machen. Okay, ist cool. Sehr stark. Ich hab mal. Okay, ist das super, du stehst auch im Plan, oder? Ja. Top. Alles klar, cool, alles klar. Gute Nacht euch beiden, ja? Ihr habt ganz viel Spaß. Warum der Kuss jetzt? Hä? Sorry, ich hab dich auch nicht mehr. Ja, bis dann. Jonas? Sei mutig, mein Lieber. Okay, du schaffst es. Alles gut. Okay. Ich weiß das Level. Ich weiß, sie hat wirklich ein Level. Ich weiß, dass sie das hat. Ich weiß das. Ich hab, wie gesagt, ich hab die Videos gesehen. Mit Herr Aaron und so. Wo sie auch den Namen droppt und so. Ich weiß es. Ja. Wow! Mann, du hast mich voll erschrocken. Ja, du mich auch. Was machst du überhaupt noch so spät hier? Ich habe mir ein Glas Wasser geholt. Und warum? Zu trinken. Ich wollte Keanus Hand reinhalten, damit er sich einpisst. Ich krieg gerne eins auf die Fresse. Sehr lustig. Merkst du selber, wa? Was machst du überhaupt so spät noch hier? Ich muss aufs Klo. In die Richtung? Ja, in die Richtung. Da gehe ich jetzt nämlich auch hin. Aber die Toilette ist doch da hinten. Okay, eigentlich habe ich hier Geräusche gehört und wollte gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich muss Tipps verhindern. Ja, es ist alles in Ordnung. Ja, es ist auch alles in Ordnung. Ja, es ist alles in Ordnung. Ja, alles gut. Es ist alles super. Oh. So, okay. Hast du jetzt gesagt? Ja, cool. Gute Nacht. Ja. Geh du vor. Nein, komm doch mit. Einer ist verschwindet von den beiden. Geht jetzt beide in Keanus Zimmer? Nee. Hä? Was macht sie da jetzt? Wie will sie eine Schlägerei jetzt anfangen? Wenn ich die Sachen jetzt im dunkelblauen Zimmer verstecke, wird Schwarz ihm sicher eine reinhauen. Oh. Was machst du hier? Nichts. Läuft da was mit Schwarz? Du weißt doch, ich hab einen Bodybuilder-Freund. Scheiße, was geht denn? Rot? Was machst du in unserem Zimmer? Mit meinen Klamotten, was ist hier los? Oh. Ey, wieso hängen die Falken so krass auf? Oh mein Gott. Jetzt schon fertig? Wer ist es jetzt? Aber ist klar, ist ja meistens so, ne? Darum geht's ja, dass wir es nicht wissen. Und die Folge geht auch nur 10 Minuten, ne? Krass. Und vor allem, hey Leute, stimmt. Die eine ist doch mit ihm jetzt Richtung Bad gelaufen. Und jetzt nur noch Gelb übrig. Wo ist die andere hin? Ist sie jetzt weg nächste Folge? Wenn sie nächste Folge weg ist, wissen wir, dass Gelb wahrscheinlich der Imposter ist. Oder Orange ist es ja, stimmt, Orange, ja, sorry. Fion, ich bin ein Profi. Profi? Ich profi nur mit B, so wie Brody.